Hallo liebe Angelfreunde, willkommen bei Köderschlacht.de. Mein Name ist Robert, ich bin heute am Fischerspark und ich will euch heute erzählen, wie ich meine Mayo 7070, also 7070N, ausgestattet habe. Viel Spaß dabei! Ja, vorneweg einmal, also jeder kann natürlich seine Mayo-Box ausstatten, wie er möchte. Ich möchte mich nur erstmal bei Angel Area, beim lieben Arthur Reimann bedanken für die Unterstützung bei diesem Video. Der hat die Sachen gesponsert. Dadurch bin ich in der Lage, euch das heute auch hier zu zeigen alles. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich gemacht habe mit meiner Box und dann zeige ich euch hinterher, was ihr alternativ machen könnt. Ich erkläre euch was ein bisschen zu den Kisten, was die Kürzel und die Namen von den Kisten so bedeuten und was es damit auf sich hat. Aber jetzt wollen wir erstmal anfangen. Und dann zeige ich euch mal ja, einfach, was ich gemacht habe und ob ihr das gut findet, könnt ihr dann unten in die Kommentare schreiben. Wie ich die Anbauteile angebaut habe, seht ihr in einem anderen Video, das verlinke ich euch mal, da oder da, eins von beiden. Und dann könnt ihr euch das mal angucken, wie man quasi hier diese ganzen Anbauteile anbaut, was man dafür braucht. Jetzt geht es aber darum, was ich mit meiner Kiste gemacht habe. Und dazu öffne ich einfach mal hier oben schon mal den Deckel. Dann kann ich euch das mal zeigen. Ich stehe mal auf, ihr seht mich dann zwar nicht mehr ganz. Und zwar habe ich hier oben in meiner Kiste ein Slitform-Case, kleinen Tungsten. Haken drin, womit ich mit Gummiködern angel. Die passt wunderbar hier oben in die Kiste rein. Das ist auf jeden Fall der Slitform Case in Größe L. Dann habe ich hier was sehr cooles. Das ist die VS388SD. Das ist so eine kleine Zubehörkiste. Das Coole daran ist, die hat keinen Verschluss, sondern die klappt einfach so aus und schnappt auch wieder zusammen. Die hat quasi einen Schnappverschluss. Richtig cool. Da habe ich hier meine ganzen ja, so Snaps und solche Sachen drin, noch ein paar Haken, so ein paar kleine Gummikügelchen, falls man doch mal irgendwie auf Grund angelt. Und das Coole ist, die passt hier super rein und man kann hier vor allen Dingen noch so reingreifen. Das finde ich immer super angenehm, wenn man die Sachen auch noch greifen kann, wenn die oben drin sind. Die Kiste kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. VS388SD. Super Ding. So, machen wir weiter. Ich habe hier hinter die kleinen Zubehörkiste habe ich hier so ein paar Sachen bekommen. Auch die bekommt ihr bei Arthur. Der hat einen Angelshop auch. Sprecht ihn einfach mal an bei Facebook. Schreibt ihn mal an bei Facebook oder bei seinem Instagram-Account. Da könnt ihr den auf jeden Fall erreichen. Angel Area ist der Shop von dem. Und da kriegt ihr genau diese ganzen Sachen. So sieht es bei mir oben drin aus. Kommen wir zum nächsten Department. Hier will ich aber auf dieser Seite hier anfangen. Und zwar habe ich hier meine ganzen Spoons. Ich habe meine Spoons quasi alle in diesen Slitform-Cases. Das hier ist, ich zeige euch den einmal noch mit dem Ding, das ist der Slitform-Case 3010NS oder 3010NS. Das ganze Ding ist 25 mm hoch, passen jede Menge Spoons rein. Ich zeige euch hier mal meine Yari-Kiste. Da habe ich schon einige Spoons quasi drin. Die passen da auch wunderbar rein. Die sind da sicher drin verstaut. Ich bin keiner, der eine Spooneinlage haben will. Und von daher ist das ideal, passt das ideal in diese Kiste. Man kann die hier hochkant reinstellen. Man kann insgesamt drei davon hier reinkriegen, von diesen 3010NS-Kisten. Und das ist wirklich ideal. Die passen da wirklich super rein. Und dann zusätzlich habe ich noch eine NS, also eine 3010NS hier drin. Die ist ein bisschen höher. Die hat 2,8 mm. Ich irgendwie mit den Endungen heute, beziehungsweise den Einheiten, 2,8 cm hoch. Und da habe ich so Sachen drin wie Posen, Grundblei, all solche Sachen. Falls man doch mal noch eine Tremarella-Route dabei hat, mit der man hingeht und vielleicht noch mal auf Grund oder so angelt. So, zudem habe ich jede Menge, nämlich genau 4, 2, 3, 4, eine ist noch leer, VS 3010, was ist es, ND. Das ganze Ding ist 4 cm hoch, davon passen hier 4 Stück wunderbar übereinander. Ich habe da meine ganzen Probate-Sachen drin, meine Troutworms, die Rattlesnake und dann würde hier sogar noch eine kleine Kiste oben drauf passen, eine NS-Kiste quasi, weil die NS, das kann ich noch kurz sagen, die NS, die sind immer 25 mm und die ND haben immer 40 mm. So, so habe ich meine Kiste aufgeteilt. Ihr könnt es natürlich auch komplett anders machen. Dafür räume ich jetzt meinen Krempel hier mal raus. Genau, ich habe dann auch hier quasi eine Unterteilung. Ich zeige euch das mal. Ich lehne das hier mal so ein bisschen nach vorne. Vielleicht seht ihr das dann. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, genau. Hier habe ich die Unterteilung drin, damit die nicht rutschen, sondern die sind
richtig fest da drin, also sitzen fest. Und was ich immer wieder das Schöne daran, man kann die Kisten immer noch greifen ohne Probleme und kriegt die da super raus. Und jetzt gibt es die Möglichkeiten, das Ganze auch mit größeren Kisten auszustatten. Wir haben hier die VS 3020 ND, die hat dann auch wieder 40 mm Höhe quasi. Und die Kiste passt eigentlich wunderbar hochkant hier rein. Warum nehme ich jetzt die kleineren Kisten? Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade wenn man Gummiköder hat, die geflavored sind, dann hat man immer das Problem, dass die schon mal auslaufen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht hier diesen ganzen Flavor in meiner Kiste haben, zumal ich hier neben nur noch ein ganz, ganz kleines Stück quasi abgrenzen kann, wo ich dann wieder meine Spoonboxen reinpacken kann. Da passen dann noch zwei Spoonboxen rein. Das war es dann aber auch. Ich kipp's euch hier nochmal hier nach vorne. Die hier steht hier hochkant drin. Hier sind die beiden Spoonboxen. Jetzt fliegt hier schon alles durch die Gegend. Das ist aber halb so wild. Wie viele davon passen da rein? Ich habe jetzt hier noch eine VS 3020 NDDM. Die hat eine Höhe von 60 mm. Die passt natürlich auch hier rein. Die kann man super nehmen, wenn man jetzt auf Raubfisch unterwegs ist. Also wenn man quasi die Kiste nimmt, zum Raubfischangeln. Ich halte es euch mal hier rein, dann könnt ihr das nochmal sehen. Da passen super größere Hechtköder rein oder Zanderköder. Die würde hier auch noch reinpassen. Das Ganze gibt es auch noch als NS. Die hat dann natürlich wieder diese 28 mm. Also die haben immer 25 oder 28. Dann gibt es quasi die großen Slipform Cases, die 30, 20 NS 28 mm Höhe haben. Die passen, würde auch noch hier reinpassen. Und dann habe ich noch, das war ein Fehlkauf. Ich dachte, das wird oben reinpassen. Also so wäre die Kiste quasi mehr oder weniger voll mit den großen Kisten. Ihr würdet vier große Kisten reinkriegen im Gegensatz zu meinen vier kleinen Kisten. Und hier ist ja sogar noch eine dicke Kiste drin. Also vielleicht werde ich das doch mal überlegen. Ich gucke jetzt mal, ob hier noch eine zusätzliche Spoonkiste reinpasst. Ja, passt leider nicht. Ja, von daher wird es für mich wahrscheinlich eher eng. Vier große Kisten, wobei ihr natürlich von den ND-Kisten, das wären ja dann diese hier, da wo ich meine, das ist der Unterschied, einmal die 3020 und einmal die 3010 in den unterschiedlichen Größen. Beide gleich dick, wie ihr seht. Und da passen natürlich hier in die größere natürlich wesentlich mehr Köder rein. Also wenn sich das irgendwann bei mir ergibt, dass ich so viel mehr Köder habe, dann muss ich wahrscheinlich umstellen, ob Flavor rausläuft oder nicht. Aber momentan brauche ich das noch nicht. Deswegen komme ich mit den kleinen Kisten super hin. Ansonsten habe ich hier noch die 820 ND. Ich dachte, was ich mit dieser Kiste vorhatte, ich mache das Ganze jetzt mal zu, ich wollte die Kiste eigentlich hier oben reinlegen. Und um euch vor dem Fehlkauf zu bewahren, das passt nicht. Ich hatte im Internet recherchiert. Im Internet habe ich herausgefunden, dass die angeblich die gleiche Größe hat wie der Slipform Case L. Nämlich der hier wunderbar reinpasst oben. Aber das hat sie nicht. Passt nicht rein. Ich kann sie eigentlich nicht gebrauchen. Hoppala, kann sie eigentlich nicht gebrauchen. Die kommt also bei mir woanders hin. Jetzt seht ihr, wie ich meine Kiste ausgestattet habe. Ich glaube, im oberen Bereich, klar, hier könnte man jetzt noch eine Spoonanlage reinmachen. Das möchte ich aber nicht, das gefällt mir nicht. Und ja, unten macht es natürlich für den einen oder anderen wesentlich mehr Sinn, vier von den großen hier hochkant reinzustellen, als so wie ich vier von den kleinen übereinander. Aber momentan habe ich eh noch nicht so viele Köder, von daher passt das für mich. Und ich bin damit total zufrieden. Die Kiste kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist die 7070 N. Das N steht ja hier für die, dass das quasi nicht nach vorne rotiert, dass man quasi hier den Griff hat, der dann hier fest ist hier oben. Das kann man hier quasi rausfahren und wieder reinfahren. Ich bin damit total zufrieden. Als nächstes werde ich euch wahrscheinlich die 7055 oder ich glaube 2055 gibt es dann auch noch. Das ist halt nur eine andere Farbe vorstellen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mich doch einfach an, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mal bitte ein Like da und abonniere am besten den Kanal. Dann freue ich mich immer riesig. Ja, wie gesagt, also wenn ihr gerne noch andere Ausstattungen von der Kiste sehen möchtet, ob noch andere Boxen da irgendwie reinpassen, beispielsweise hier die 820, wovon ich nicht ausgehe, denn die ist absolut nicht prädestiniert für die Box und für die Kiste, dann lasst mich einfach wissen, schreibt mich einfach kurz an. Und dann komme ich damit wieder auf euch zu. Dann erkläre ich euch gerne, welche anderen Setups es noch gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Schaut mal hier vorbei am Fischers Park. Hier gibt es immer richtig schöne Fische. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ciao.